Also lieber Michael, ich weiß nicht, wie gut du dich damit auskennst, ne? Keine Ahnung. Aber du siehst hier dieses rote Ding, ne? Das gehört zu dem Alert Krebs. Ne? Und das ist da. Und da es ganz oben ist, liegt es überall. Ne? Deswegen, daran liegt es nicht. Sexomatik, Grüße zurück. Alles, was du ganz oben hinpackst, ist ganz hinten. Opa Volvo, ich weiß nicht, wo du den Schwachsinn hernimmst. Also bei mir ist das nicht so. Tut mir leid, was soll ich dir sagen? Alles, was du bei mir nach ganz oben packst, ist ganz oben. Ich weiß nicht, ob du auch OBS Studio benutzt oder nicht, aber sag mir nicht, dass das nicht so ist. Spende mal so ist, einen Euro, damit ich einen Screenshot machen kann. Eben gesehen bei OBS. Ja. Also, Opa Volvo, ich weiß nicht, was du nimmst, was du benutzt. Aber wenn du Studio benutzt, dann ist das so nicht. Dann ist das Quatsch, was du erzählst. Also erzähl mir nicht, was stimmt und was nicht stimmt. Zieh mal den roten Kasten ganz groß. Und dann? Schreibt MBDler. Dann ist der Alert so groß. Das bringt nichts. Mit Linksklick kann man auch noch die Ebenen verschieben. Das bringt alles nichts. Nein, das bringt nichts, schreibt Mainz. Dann sehen wir ab, er wo anders auftaucht und etwas überschneidet. Das hier ist oben, Leute. Was soll ich euch sagen? Naja, es ist jetzt halt so, wie es ist. Weißt du, was du machen kannst? Alles ausmachen, auf das Auge nur Alert Krebs drin lassen. Als Quark. Und dann ist da nichts. Und dann soll mal einer spenden. Sag mal, warum glaubt ihr mir das denn nicht? Also das hier, ja, ist jetzt hier Aufnahme, Fensteraufnahme 5. Wenn ich jetzt hier die Fensteraufnahme 5 runterziehe, hier unter den, dann ist sie weg. Warum ist sie dann weg? Weil sie unter allem anderen liegt. Warum glaubt ihr mir das denn nicht? Ich mache das seit 15. April 2015, Leute. Er findet einfach nicht statt. Der Alert findet nicht statt und ich weiß nicht, warum nicht. Kopier den Link aus der Mail und nicht aus dem Browser. Alles schon gemacht. Ja, das ist es alles. Silksoften, Gummilitzer, hallo. Ja, auch das ist alles. Also das Letzte, ich versuche das jetzt ein letztes Mal. Aber Michael Zann, ich habe auch den Link vom Browser. Gut.
Ja, also es gibt jetzt noch eine Möglichkeit. Eine Möglichkeit gibt es jetzt noch. Ich kann jetzt ein letztes Mal den Rechner komplett runterfahren. Das letzte Mal, als sowas passiert ist, kann ich mich noch daran erinnern, war ein Windows-Update. Und durch irgendein blödes Windows-Update hat das nicht durch irgendein Windows-Update hat es nicht funktioniert. Das einzig wäre, einen anderen Browser zu nehmen, aber der Link ist doch der gleiche. Du hast gerade den Link in den zwei. Habe auch das letzte Update. Fahr mal den Rechner hoch und teste das nochmal. Grusel, moin übrigens, schön dich zu sehen. Hallo. Cool. Geil. Also, wie oft denn doch? Ja, ich habe ja gerade nur OBS neu gestartet. Du weißt doch, wie das ist. Wenn dadurch startet sich ja mein Windows nicht neu oder so. Keine Ops Ahnung. Hat dafür einen internen Browser, deshalb ist das egal. Ich rate ja auch nur, schreibt 6 of 10. Guck mal bei Discord, schreibt Kodimann. Michael Sunny schreibt, bei mir geht's doch. Cool. Ja, bei dir geht's, bei mir nicht. Keine Ahnung warum. Kodimann ist schon eine coole Sau. Hier, Achtung. Ja, was soll ich sagen? Schön, dass es bei dir funktioniert, bei mir nicht. Ich weiß nicht, warum nicht. Also Rechner neu starten. Machst du es? Ist schon. Ach so. Startet mein Rechner nicht neu. Das ist auch spannend.